Es sind dramatische Minuten in Günzburg. Mit einem Polizeihubschrauber werden eingeschlossene Bewohner aus ihrem Wohnhaus gerettet. Die Seilwinde ist die letzte Rettung für die Bewohner. Ganze Wohnsiedlungen stehen unter Wasser. Bei diesem Autofahrer steht das Wasser bis zum Lenkrad. Das ganze Auto ist bereits geflutet. Kein Weiterkommen. Unaufhaltsam strömt das Wasser. Schon das ganze Wochenende läuft der Einsatz der Rettungskräfte auf Hochtouren. In Schwäbisch Gmünd erfasst ein Erdrutsch einen ICE. Die 180 Fahrgäste bleiben unverletzt. Aufgrund der starken Regenmengen ist auf der Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Lorch ein Hang abgerutscht, der in Teilen auch die Bahnstrecke hier unterspült und überspült hat. Aufgrund dessen ist ein ICE, der unterwegs von München nach Köln war, mit dem vorderen Fahrzeugteil aus den Schienen gesprungen. Vizekanzler Robert Habeck und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommen am Sonntag ins Hochwassergebiet. Ein Eisdielenbesitzer ist den Tränen nahe. Wir sind geboren zum Arbeiten, hat meine Mutter gesagt. Markus Söder umarmt den Mann, verspricht Hilfe. Bilder aus der Nacht zeigen, wie massive Flutmassen durch die Gassen der Innenstadt von Schrobenhausen rauschen. Wasser strömt aus den Wänden, aus Türritzen und Geschäften. Menschen werden mit Radladern durch die Fluten transportiert. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden Starkregen und schwere Gewitter in Süddeutschland bis Montagabend weiter anhalten. In den von Überflutungen betroffenen Gebieten im Süden und Osten des Landes soll die Wetterlage sich jedoch ab Dienstag etwas entspannen. Dafür zieht im Norden und Nordwesten eine Gewitterfront heran. Es ist Land in Sicht. Aber die Gefahr ist noch nicht überstanden.